Da bin ich wieder. Und zwar mit Action und wie heißt das? Ah, ein Eurojob. So, Moment, ich muss ein bisschen näher herbeizerren, dass ich nicht so laut schreien muss. So, gut, da fangen wir mal an. Ne? Also, ich war im Action jetzt schon zweimal oder dreimal. Aber habe jetzt nie so viel oder was Besonderes mitgenommen, dass ich jetzt. Jetzt habe ich hier, hab ich gedacht, komm, jetzt habe ich hier die Tüte stehen von gestern noch. Jetzt mach schon mal Video, ne? Dass ja, dass man nochmal was von mir kommt. Und zwar habe ich für der Travels die Chicken Strips mitgenommen. Die ist er auch gern, also da kann er richtig gut drauf rumknatschen, das gefällt ihm richtig gut. Dann mein Liebling nochmal, ne, das übliche, also eigentlich müsste ich die euch nicht mehr zeigen, ne, die hole ich bei jedem in Kauf eigentlich mit, ne, weil ich die super finde, wie gesagt, für Alpe und so weiter so mache. Und das weiße Papier für mein Papier auszudrucken. Womit ich dann die Alben nachher verziere, ne? Genau, so, lege ich mich da hin. Dann habe ich das da gefunden. So sieht man es besser, ne? Also das ist mit so einem Glasstift. Moment, ich mache es mal gerade auf. Ich muss jetzt selber mal kurz gucken. Das wahrscheinlich wie so Feder, wie früher, wie mit der Feder geschrieben worden ist. Benutzt. Ich hätte es euch ja gerne so gezeigt, also ohne Gesicht gezeigt. Aber bis ich die Kamera da nochmal angewurschtelt habe, also so hingewurscht. Spielt der Stumm doch ganz ab. So, jawohl. Na, also das sieht so aus. Sieht man das? Moment, ich mach mal Licht an. Oh mein Gott! Ich mach's mal. Na. Sieht man das jetzt so besser? Ich könnte ja das Ding vor mein Gesicht machen. Also, das ist praktisch eine Glasfeder, sage ich jetzt mal. Ne? Ich denke, das sind die Gläser dazu. Und das ist praktisch so metallic. Seht ihr das? Da unten liegt nämlich der Metall. Der Metallic-Flitter, wie auch immer man das nennt. Genau. Und dann tunkt man da rein und dann kann man so schreiben. Ne? Also dann tut sich das ablagern, denke ich mal. Sau cool, muss ich mal ausprobieren. Kann ich noch nicht. Wie gesagt, hat die ganze Zeit hier im Eimer in der Tüte gelegen. Moment, ich mache das Ding mal nochmal hoch. Da würde ich auch eigentlich keiner sehen. Ne? So, dann habe ich gestern noch so Aufzugset, das ist im Angebot im Moment, mitgenommen, so Mini-Aufzugset. Und zwar habe ich da hinten, was sind denn das? So Kakteen, also so Kakteenart, ne? Aber so fleischig, ne? Wie nennt man das? Oh, ich weiß jetzt nicht. Es sind noch ganz viele Bilder vom Action, weißt du, wenn die Kakteen da und die. Sind so fleischige Pflanzen, ne? Da, also die Hauptpflanze ist kaputt, die schmeißt also die komischen Blätter da ab. Aber aus den Blättern wächst da noch mal was Neues raus, ne? Deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal so Aufzugsdipfchen da drin, ne? Vielleicht geht die da an, ich mache mal das Licht da aus. Also das ist ja echt eine Katastrophe, oder? So genau will mich doch kein Mensch sehen, ey. So, dann habe ich noch das. Jetzt steht er aber da und guckt. Das Futter da mitgenommen. Das kenne ich immer so zwischendurch mal. Weil das sind ja nur kleine Päckchen. Ne? Der isst ja jetzt schon allein so riese Dos Futter. Ne? Also das ist praktisch nur für so zwischendurch mal. Ne? Dann nochmal mehr Fotopapier. Unfassbar super. Ich finde das ja so toll. Genau. Zweimal. Das ist eigentlich auch jetzt Standard. Seitdem ich mir das Papier ausdrucke, ne, ist das Standard, wo ich immer mithole. Ne? Also, so, dann habe ich, weil ich ganz viel haben müssen drucke, also ich weiß nicht, ich hatte so Papier, das
frisst so viel Drucker, also Tinte, da ist unfassbar, ne? Da ist nur einem Set, wo ich Papier ausdrucke, die Patronen leer, ne? Also Patrone leer, ne? Die habe ich mir nochmal mitgenommen. Die sind jetzt aber nicht mehr im Angebot. Die kostet 9 Euro und noch was jetzt, ne? Also rund 10 Euro, ne? Dann habe ich mal noch das Dormet Groll, das ist im Moment auch im Angebot, das ist Wäscheduft, Wäscheparfüm. Ich habe mal das rosa nicht da mitgeholt, weil ich fand, das blaue ist, ja, ne, also ich fand die beide an, also noch beide angerochen, ne, aber mir hat das da jetzt am besten gefallen. Genau. Hat mein Sohn noch was, wo er rücksichtslos in die Waschmaschine schmeißen kann. Dann, Moment, ich bin gleich nochmal oben. Also es ist heute nichts Besonderes, nichts Extras, außer das mit dem Glaspen und dem Zeichenstoff. Ja. Dann habe ich mir nochmal doppelseitiges Klebeband mitgenommen. Und mein Liebling, der absolute Overkracher an Kleber. Ich kann es immer nur nochmal sagen, ich bin so begeistert von dem Kleber. Wie gesagt, das Einzige, was ist, das riecht ziemlich stark. Ne? Also wenn man jetzt ein Album macht und so weiter, ist halt einfach. Muss man ausdampfen lassen. Also man muss da dann so hinstellen, dass das ausgefächert ist, dass das ein bisschen ausziehen kann. Aber ansonsten Klebkraft und Papier wälzt sich nicht einwandfrei. Ich finde es super. Und dann habe ich mal noch, oh, die ist so toll, eine Decke mitgeholt. Die ist im Angebot die Woche da für 4,99 €. Weil, das weiß ich so genau, weil ich so für mich gedacht habe, ey, jetzt mal ehrlich, so eine tolle Decke für 5 Euro, jetzt mal ernsthaft, ne? Und die Qualität, wie gesagt, vom Action, die ist nicht nur scheiße, weißt du, das ist, ich finde die ganz toll. Und da ich ja jetzt mit dem Hund immer, also als war da, ziehe ich die Couch komplett ab, ne? Also ich habe ja auch Wolldecke so drauflegen, ne? Und die ziehe ich dann ab, ne? Weil der rennt draußen rum, verschüttet, der flatscht auf die Couch, ne? Das geht gar nicht, ne? Und dann muss ich die andauernd wechseln. Und deswegen fand ich das jetzt richtig toll, dass ich die gerade im Angebot hatte. Ich hatte schon die Vorschwuch, ja, hatte ich schon eine andere gekauft, die hat 7 Euro noch was gekostet, die war so mit so, aber die hat meine Tochter schon oben, ne? Die hat ja so gut gefallen. Ich sagte, ja, komm, dann hol das, ne? Ich meine. Und dann habe ich jetzt gerade gesehen, dass ich die im Angebot hatte. Han. Und dann habe ich mir die natürlich mitgeholt. Die ist 1,50 Meter mal 2 Meter groß. Ja. Genau. Dann kann ich sie jetzt auch mal auspacken. So, die lege ich mal da hin. Am besten mache ich mal das Verpackungsding da ab. Meine kleine Tochter, mein Hollischi kommt gleich heim. Dann, ups, dann will sie bestimmt auch noch mal in den Sack, wenn er sieht, dass die neu ist. Das mache ich schon mal schneller Dingen ab. So, genau, das war es jetzt vom Action. Also, das war wirklich nicht viel. Ne? Also, wie gesagt, in den letzten paar Touren, wo ich hin war, habe ich auch immer nur die Blöcke gekauft, Wasche und das. Also, nichts Extras. So, dann war ich im 1-Euro-Shop. Siehst du? Moment, das sehe ich schon. Da habe ich dann Folgendes mitgenommen. Warte mal, was mache ich? Wie mache ich das da am besten? Ach komm, ich stelle die anderen hier mit dran. Ne? Obwohl ich schon ganz viele kleine Sachen drin habe. So habe ich mal die Ordner da mitgenommen. Eckspanner-Mappen. So, aha, okay. Ja, die sehen dann so aus. Und ich fand die Farbe da so toll, ne? Also so schöne, richtig tolle Farbe. Also die gefällt mir richtig gut. Die habe ich mir mitgenommen, wie gesagt, für mehr gedrucktes Papier, dass ich das ein bisschen besser so aufheben kann. So. Dann. Wo ist denn die andere? Ach da. Dann habe ich mal zweimal. Die sind vom Tchibo, ne? Steht's noch irgendwo drauf? Ja, egal, die sind aber vom Tchibo und die haben 1 Euro gekostet, ne? Und bei Tchibo wissen wir ja eigentlich, wie die Preise so sind, ne?
Warte mal, sie steht da irgendwo. Ich guck mal gerade. Aber ich glaube, die haben die Preise gar nicht auf der Packung stehen, ne? Nee. Sie ist ja nicht. Aber die war sicherlich teurer wie 1 Euro. Und dann habe ich mir die halt mitgenommen. Ne? Die eine ist schon aufgerissen gewesen. Aber ja, die waren noch anständig drin, habe ich gedacht, komm. Weil ich mal die auch noch. Die sind mit Batterien, ne? Wie gesagt, die habe die jetzt doch hier. Die habe ich mir dann mitgeholt. Und die haben auch schöne, stabile, die Kartell-Dinger, also die Lichter-Dinger, die sind ziemlich stabil, so sehen die aus, ne? Und da habe ich gedacht, komm, hol ich da mit. Kannst du nichts damit verkehrt machen, ne? So, dann habe ich mal nochmal Lineal mitgenommen. Mit Haltegriff. Dann die Dinger da. Also das ist, das ist eigentlich Tischläufer. Tischleuchter. Aber das ist so nicht aus Papier, sondern aus Stoff, ne? Jawohl, sogar mal gut sehen, ne? Und dann hatte ich mir gedacht, für Buchrücke, also für Alpenrücke so, ne? Wenn ich die immer noch mal verschandle, wie ich es einfach immer so hinkriege, ne? Habe ich gedacht, hole ich mir die zweite mal mit. Genau. Ja, dann. Oh, ich fand die so süß. Dann habe ich mal die kleine Teelichtschalter hier da mitgenommen. Oh, sind die nicht toll, Mutter? Ich finde die so putzig. Genau. Und die Herzen da. Das ist doch so schön, oder? Im Hintergrund hört ihr die Spülmaschinen und mein Halogenofen. Den bin ich gerade am Reinigen. Natürlich, ich habe den Ofen extra ausgelost, ne? Also den Kamin extra ausgelost, weil ich gedacht habe, ich muss auf jeden Fall ein Video machen, sonst kann ich die Sache hier gar nicht rausholen, ne? Weil bis wenn ich die überall verteile, weiß ich nachher nicht mehr, was ich gekauft habe, ne? Ja, aber mache die Spülmaschinen und den Halogenofen. Ah, verstehe. Ja, was will man da noch sagen? Ich schaue mir gerade alles da raus. Moment, das zeige ich euch so. Was ist da dann? Aha. Ich wusste gar nicht, was ich habe. Ich bin total durch, ey. Ich kann es euch nur sagen, ne? Ja, wenn das jetzt nicht. Das stimmt ja jetzt schon. Und da habe ich noch so eins. Stimmt ja jetzt schon so zeitlang. Dann weiß ich noch her, nehme ich. Ich doch kauft dann in meinem Wahnsinn, ne? Und nochmal so eins. Und dann habe ich, warte, so, jetzt geht's weiter. Die kleine Mini-Pinzette gekauft. Sind sie nicht süß? Mini-Klein, guck mal, meine Finger, wie klein die sind. Die hatte ich mir so mit tolle. Ich meine, warum brauchst du so riesen Pinzette, ne? Wenn es so kleine Scheißerschirm doch acht tut, ne? Die hatte ich mitgenommen. Dann hier so ein. Anti-Stressball wohl, aber mit Noppe. Moment, ich mach's mal gerade raus. Ich mach's mal am Tisch um, dass es gerade so laut ist. Jo. Ne, also der ist dann schön weich. Und in Pink. Oh, er ist so toll. Genau. Also das ist toll, das fühlt sich schön an. Genau, denn. Dann habe ich den Block da mitgeholt. Ich glaube, den habe ich schon mal mitgenommen. Das habe ich euch auch, glaube ich, gezeigt. Natürlich habe ich euch gezeigt. Ihr kriegt ja alles zu sehen, was ich mache. Naja, also alles zu sehen, was ich kaufe, ne? Überwiegend. So, der. Dann der da. Ja. So. Genau, das sind die zwei Sorte gewesen, wo ich mitgeholt habe. Genau. Ja. Was war's noch? Habe ich jetzt alles? Auch habe ich euch jetzt irgendwas verheimlicht. Nee, das wär's. Genau. Wir haben noch Donnerstag. Für mich fängt am Samstag die Fasten an und der Sonntag. Ich hoffe, dass ich nicht noch den Montag mit muss. Aber, Herrgott. Ich bin zwar am 11.11. geboren, ne? Also eigentlich Fasennachtsscherz. Aber, Major, ne? Nee, mittlerweile ist das für mich einfach nur noch, ihr wisst ja, ne, habe ich euch ja schon mal erklärt, einfach nur noch gesaufe und rumgemache und was weiß ich, das ist für mich
keine Phasen mehr, ne? Gut, das wollte ich euch zeigen und ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.